und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Disney Dreamlight Valley. Ja, ich hoffe, man kann mich einigermaßen gut verstehen. Ich habe so das Gefühl, dass ich irgendwie meine Stimme gerade mal wieder am Verlieren bin. Das Biest. Wir wollen heute mit dem Biest weitermachen, weil das habe ich nämlich jetzt ein bisschen gelevelt gestern. Bleib doch mal stehen, Biest. Mein Freund. Was macht mein liebes Biest? Ich bin... Ich fühle mich verloren. Ich habe hier keine Verantwortung. Du brauchst ein Hobby, Biest. Ein Hobby? Ein Hobby scheint so leichtsinnig zu sein. Ach, mach dich mal locker. Du meinst, wie Lumière, das kann ich nicht machen. Weil du keine Kerze bist? Ja. Oh, sollte das ein Wortspiel sein? Schuldig, das war eigentlich nur Zufall. Nein, schuldig. Aber weiter im Text. Was ist, wenn du einige Besorgungen machst oder so? Leih dir doch ein Buch von Merlin, um es Belle zu bringen. Merlin? Der Zauberer? Das möchte ich lieber nicht tun. Oh, klar, ich verstehe, warum du vielleicht ein bisschen Abstand halten willst. Aber ein Buch ist eine gute Idee. Ich wollte Belle schon lange ein paar neue kaufen. Sie hatte Schwierigkeiten, sich Bücher von Merlin auszuleihen. Es scheint, als hätten andere sie verloren und er verleiht nicht mehr gerne. Warum helfe ich dir nicht einfach dabei? Ich würde in deiner Schuld stehen, Gameplayerin. Belle sagt, dass es in Merlins Bibliothek eine Reihe von Fabeln gibt, die sie gerne lesen würde. Du brauchst nichts mehr zu sagen. Ich hole Bücher aus Merlins Haus. Gehab dich wohl. Ja, gehab dich auch wohl. Ich muss gerade mal gucken, wo ich eigentlich bin. Achso, ich habe eine Sache übrigens herausgefunden. Der bringt 2000. Nehmen wir mal lieber irgendwas, was nicht so viel bringt. Der hier bringt weniger. Wenn wir den nämlich jetzt essen, dann können wir einen auf Marvel was, glaube ich, machen. Und dann können wir hier einfach so übers Eis schlittern. Ich finde das wahnsinnig cool gemacht irgendwie. Allerdings auch nur für eine gewisse... für eine gewisse Zeit lang. So, sammle Bücher für Belle. Die Frage ist nur, welche darf ich nehmen? Welche kann ich nehmen? Achso, da. Moment. Ja, aufheben. Drei Stück soll ich eigentlich mitnehmen. Da ist noch was. Die fangen jetzt an zu leuchten, wenn ich schon fast da drauf stehe. Okay. Das darf ich anscheinend doch. Jetzt darf ich es nehmen. Na komm, noch ein bisschen. Los. So, bringe Belle die Bücher. Die war gerade noch hier. Die Frage ist, oh Merlin, ich habe nichts bei dir genommen. Nein, nein. Wo ist sie jetzt denn? Das ist jetzt die große Frage. Ist weggeportet. War ja klar. Da oben ist sie. Belle, bleib mal stehen. Du darfst noch nicht gehen. Bitteschön. Das bekommst du von mir im Namen vom Biest. Bonjour. Ja doch. Hallo, Belle. Sind diese Bücher für mich, Gameplayerin? Wie nett von dir. Oh, danke dem Biest, nicht mir. Ich bin nur der Überbringer. Aha. Nun, dann danke ich dir, dass du sie mir gebracht hast. Ich weiß, dass er sich noch nicht wohl dabei fühlt, mit anderen Dorfbewohnern zu sprechen. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich unternehmen soll. Genau. Warum ist das so? Er ist ein bisschen schüchtern, aber ich glaube nicht, dass er es zugeben würde. Was braucht er denn deiner Meinung nach? Nun, er könnte einen Freund gebrauchen. Jemanden mit einem ausgeglichenen Gemüt. Er lebt schon so lange in einem Schloss, nur mit seinen Dienern. Ich glaube, er hat vergessen, wie man neue Freunde findet. Aber mit wem soll ich ihn bekannt machen? Nun, es müsste jemand sein, der freundlich ist. Und der mit ihm Geduld hat. Lass mich mal überlegen.
Wie wäre es mit Wally? Er ist der freundlichste Roboter, den ich je getroffen habe. Das ist eine wundervolle Idee. Wally liebt die Gartenarbeit, nicht wahr? Vielleicht könnte er zusammen mit dem Biest an Pflanzen arbeiten. Wally also. Mal sehen. Was ist mit Mirabelle? Sie hat uns schon einmal geholfen. Ich wette, sie hilft uns gerne wieder. Sie ist es gewohnt, mit den unterschiedlichsten Persönlichkeiten in ihrer Familie klarzukommen. Die Ruppigkeit des Biests würde ihr nichts ausmachen. Das ist sehr nett von dir, Gameplayerin. Ich wünsche dir viel Glück. Au revoir. Au revoir. Moment. Wally, ist er zu Hause? Nein, er ist natürlich nicht. Da ist er. Da. So. Oh, süß. Wie der hier drauf sitzt. Das sieht so niedlich aus irgendwie. Hi. Wally, wie geht's? Piep, piep. Was macht die Gartenarbeit? Oh. Yuppie. So gut? Wally. Ich habe mich gefragt, ob du vielleicht einen Gartenfreund willst. Großartig. Es ist das Biest. Kennst du ihn? Ich versuche, ihn mit anderen Dorfbewohnern bekannt zu machen. Oh. Wally, hast du Angst vor dem Biest? Oh, das musst du nicht. Ich weiß, der ist groß und sieht vielleicht ein bisschen furchteinflößend aus, wenn du ihn nicht kennst. Aber er hat ein großes Herz und möchte einfach nur Freunde finden. Uff. Du bist also bereit, dich mit ihm zu treffen? Perfekt. Ich spreche mit dem Biest und wenn er interessiert ist, komme ich mit ihm vorbei. Aber ich muss erstmal mit Mirabelle sprechen, denke ich mir mal. Die ist auch mal wieder komplett unterwegs. Da ist sie. Schnell dahin. Gehen wir da rein. Mirabelle, da habe ich sie doch gerade gesehen. Da. Nein. Red mit ihr. Könntest du mir bei etwas helfen? Natürlich, Gameplayerin. Wie kann ich helfen? Hast du das Biest schon kennengelernt? Er ist noch neu im Tal. Ja, habe ich. Wir haben ein bisschen geredet. Er ist nicht gerade ein Plappermaul, was? Das könnte man so sagen, ja. Genau dafür brauche ich Hilfe. Aha. Nicht jeder findet es leicht, neue Leute kennenzulernen. Als wir endlich unseren Tio Bruno dazu überredet haben, aus den Wänden auszuziehen, war er sehr scheu in Menschenmengen. Viele Leute sind einfach schüchtern. Ich dachte, wir reden nicht darüber. Bist du sicher, dass du dafür bereit bist? Absolut. Ich verbringe gerne etwas Zeit mit dem Biest. Wie sieht der Plan aus? Warum bittest du ihn nicht, mich später zu besuchen? Ich habe ein Nähprojekt, bei dem er mir helfen könnte. Ich habe irgendwie so die Befürchtung, dass beides nicht so gut laufen wird. Vielleicht hilft es ihm, sich besser zu fühlen, wenn wir etwas gemeinsam machen. Prima, ich gebe Ihnen deinen Vorschlag weiter. Dann sehen wir, was er davon hält. Wiedersehen. Wiedersehen. Und ich bin ziemlich sicher, das werden wir. Nein. Da. So. Da hoch. Ich habe irgendwie so die Befürchtung, dass das wohl in die Hose gehen wird. Danke, dass du mit mir sprichst. Ich bin zurück. Das ist gut. Ich war schon besorgt. Es hat eine Ewigkeit gedauert. Eine Ewigkeit? Und nun werde ich gehen. Komm schon, ich versuche ein Freundschaftstreffen für dich zu organisieren. Du hast recht. Bitte nimm meine Entschuldigung an. Akzeptiert. Ich habe mit einigen Dorfbewohnern gesprochen und ein Treffen organisiert, um euch miteinander bekannt zu machen. Das ist... fantastisch. Schrecklich. Du schaffst das schon, Biest. Mach dir keine Sorgen. Wally,
Na nee, Wally ist der süßeste Roboter, den es gibt. Und er würde gerne mit dir im Garten arbeiten. Und Mirabelle ist einfach so freundlich und hat einen Onkel, der sich unter Menschen auch nicht immer wohlgefühlt hat. Sie liebt es zu nähen und würde sich gerne mit dir hinsetzen oder etwas herstellen. Oh. Das ist wirklich nett von den beiden. Ich möchte, dass das gut geht. Ich kenne Mirabelle oder Wally nicht. Kannst du aussuchen, mit wem ich mich treffen soll? Aber nur einen der beiden. Das ist alles, was ich an einem Tag schaffe. Na gut. Ich glaube, du würdest eine gute Zeit haben mit... Also Mirabelle, denke ich mir mal, dass die tatsächlich sehr geduldig mit ihm sein würde, weil sie auch die Geschichte kennt. Aber ich schätze, dass das schief geht mit dem Nähen. Bei Wally befürchte ich eher, dass der Angst haben wird vor ihm, wenn er mal wieder ausrastet. Aber die Gartenarbeit könnte ihm gut tun. Also sage ich mal, Wally und der Gartenarbeit. Ich zeige dir die Grundlagen, die du für die Gartenarbeit brauchst. Und dann kannst du dich mit ihm treffen. Soll ich dich begleiten? Nö, ich zeige dir das alles über meine telepathischen Fähigkeiten. Wenn du einen neuen Freund finden willst, dann ja. Na gut, fangen wir an. Was soll ich denn machen? Wie man Pflanzen... Achso, also 10 Pflanzen quasi in die Erde setzen und neue ernten. Okay, dann können wir das ja theoretisch hier machen. Moment, dann holen wir uns hier... Hallo, Kumpel. Ja, ja. Dann holen wir uns hier 10 Rapssamen. Zack. Yay! So, wie man erntet, kann man ja auch schon vorher machen. Guck mal. So stellst du dich da hin und dann drückst du einfach die A-Taste. 19. Ich habe, glaube ich, eins zu viel gemacht. So, und dann sammelst du normalerweise alles, was hier drumherum war, ein. Aber leider hatten wir jetzt keine Zeit dazu. Warum eigentlich nicht? Ich habe gerade mal 10 geangelt. Kannst du mir mal aus dem Weg gehen hier? So. So, Biest, guck mal. Und dann drückst du die E-Taste, sammelst deine Samen, also suchst dir deine Samen aus und hältst die E-Taste gedrückt. Und dann pflanzt du die Sachen automatisch ein, die alle in einer Reihenfolge sind. Also in einer Reihe sind, so. Ja, waren doch genau 10. Okay. Dann nimmst du die Gießkanne, Biest, ne? Guck gut zu. Und dann... gießt du nochmal eben die Blumen oder die Samen eigentlich und dann tust du die Gießkanne wieder weg. Und dann kommst du erstmal hier raus, weil da hinten pflück ich nachher was, bevor ich mit dir spreche. Okay, bist du bereit? Ich? Ja, ich bin bereit. Lauf, lauf, mein Hübscher. Lass dich das Biest mit Wally treffen. Ja, heißt das, ich soll jetzt dabei sein oder heißt das jetzt, wo rennt der hin? Achso. Hallo, kleines Ding. Hui. Warte, hab keine Angst. Oh, Wally? Ich hätte wissen müssen, dass das passieren würde. Hm? Ich kann nicht einmal verstehen, was du sagst. Wie konnte ich denken, dass du mein Freund sein willst? Oh, ich könnte ihn so verprügeln, ehrlich. Ey, wie kann man so ein geringes Selbstbewusstsein haben? Also, wie fühlst du dich? Blöde Frage, oder? Es gibt keinen Grund, nett zu sein, Gameplayerin. Das war eine Katastrophe. Ja, das stimmt. Es war nicht so schlecht. Du hast es versucht und das ist das Wichtigste. Das ist nett von dir. Vielleicht war Wally nicht die beste Wahl für dich. Aber ich bin mir sicher, dass es hier im Dorf jemanden gibt, der ähnliche Interessen hat wie du. Warum erzählst du mir nicht, wie dein idealer Tag mit einem Freund oder einer Freundin aussehen würde? Das ist schwer zu sagen. Jemand, der nicht will, dass ich ständig rede und teile. Jemand, der ruhig ist und sich durch mein Erscheinen nicht erschrecken lässt. Weißt du was? Weißt du was? Ich glaube, ich habe gerade den perfekten Dorfbewohner gefunden. Hast du? Ich meine,
Wenn es jemanden gibt, würde ich ihn sehr gerne kennenlernen. Ich habe gehört, Christoph veranstaltet einen Angelwettbewerb. Ich werde mit ihm reden. Angeln, das klingt nach Erholung. Ja, alles ist relativ, weil er hat ja schon mal gesagt, dass seine Angelrute kaputt gegangen ist. Oder ständig kaputt geht. Wo ist Christoph denn jetzt schon wieder hier? Sind jetzt mittlerweile so viele Leute drin. Ich kann überhaupt nicht mehr sehen, wer jetzt wo ist. Hallo, Christoph. Ich möchte gerne jemanden als vermisst melden, und zwar Christoph. Nee, das war Prinz Erik gerade. Moment. Oh, ist das nervig. Man kann die dann auch nicht vernünftig hier... Ist das nicht... Ach, das war doch Christoph. Sag ich doch. Wir haben doch gerade noch gesehen. Moment, da. Was macht ihr denn jetzt alle hier? Gebt mir doch mal alle aus dem Weg. Ich muss Christoph finden. Christoph. Oh, hey. Christoph, ich hoffe, du bist in einer freundlichen Stimmung. Denn ich habe hier jemanden, den du kennenlernen sollst. Das Biest. Huh. Oh ja, ich habe ihn schon gesehen, aber wir hatten bisher keine Chance, miteinander zu reden. Jetzt könnt ihr es. Er versucht, neue Leute kennenzulernen. Oh. Das ist großartig. Es ist nur, ich gehöre nicht zu den super geselligen Menschen. Wenn er also mit einer großen Gruppe abhängen will, vielleicht kann dir Mirabelle besser helfen. Eigentlich bin ich deshalb zu dir gekommen. Ich glaube, ihr zwei würdet euch gut verstehen. Ich wette, ihr hättet eine Menge Spaß zusammen beim Angeln. Ja! Nun, wenn er angeln will, bin ich dabei. Du kommst doch auch mit, oder Gameplayerin? Klar. Super. Prima. Ich habe einen Angelwettbewerb organisiert, für den es ein paar Regeln gibt. Du musst mindestens 4 Fische fangen. 2 Salzwasserfische und 2 Süßwasserfische. Außerdem brauchst du einen Hering, eine Brasse und einen Fisch, der mindestens 3 Kilo wiegt. Aber es ist egal, ob er aus dem Salz oder dem Süßwasser kommt. Verstanden. Ich muss nur noch kurz mit dem Biest reden. Und dann geht der Wettbewerb los. Ja! Ich werde da sein. Mach's gut. Hallo Biest. Wieso bist du denn schon wieder hier? Okay, ich glaube, du wirst dich gut mit Christoph verstehen. Angeln kann ziemlich entspannend sein. Bei dem Angelwettbewerb eher nicht. Ihr zwei könnt also einfach abhängen, während ihr seine Angelherausforderung macht. Ich werde es versuchen. Ich mochte Angeln schon immer. Die Stille ist angenehm. Du brauchst wirklich meine Hilfe. Christoph und du werdet gut miteinander auskommen. Das hoffe ich. Ich überlasse es dir, einen Platz für den Wettbewerb zu finden, der dir gefällt. Ich schaue später noch einmal vorbei, um zu sehen, wie ihr beide zurechtkommt. Danke, Gameplayerin. Ich werde mein Bestes geben. Das ist die richtige Einstellung. Auf Wiedersehen. Viel Glück. Du wirst es brauchen. Ich nehme auch am Wettbewerb teil. Das ist in Ordnung. Du hast nie gefragt, wie gut ich angeln kann. Ich hoffe, wir sprechen bald wieder miteinander. Ja. Wenn ich schon sehe, was ich dafür alles brauche, kriege ich schon wieder die Krise, wenn ich jetzt ehrlich bin. Moment, hier geht's runter. Salzwasser und Süßwasserfische. Wie wäre das jetzt nochmal? Salzwasserfische kommen aus dem Meer, Süßwasser aus dem See oder was andersrum? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin ja kein Angler. Sowas weiß ich doch nicht. Maui, bringst du mir Glück? Ich meine, immerhin kommst du ja irgendwie aus dem Wasser, ne? Genau, Salzwasserfische aus dem Meer, wusste ich es doch. Okay, dann schauen wir nochmal. Was sei es, wusste ich es doch. Also ich habe es geahnt, sagen wir es mal so. Ich war mir sicher, dass es so ist, aber auch irgendwie unsicher, weil, wie gesagt, ich bin halt kein Angler. Ich weiß das nur noch von Teso. So, dann Schweinchen, geh weg. Ich brauche meinen zweiten Fisch. So, ein Hering haben wir auf jeden Fall. Hatten wir den eben jetzt auch schon? Das ist doch der gleiche, den wir jetzt gefangen haben, ne? Eine Brasse bräuchten wir auch. Moment, da muss ich mal eben gucken. Angeln. Achso, nee, Moment. Sammlung, Fisch. Brasse. Wo du das findest, friedliche Wiese. Ja, dann ist die nämlich oben. Okay. Habe ich mir schon gedacht, weil der Hering... Achso, ich muss ja gedrückt halten. Weil der Hering ist ja vom Meer jetzt gewesen. Hier muss ich auch schon wieder...
Da bin ich zu nah dran, oder? Da muss ich auch schon wieder gießen. Das werde ich dann aber gleich mal machen, wenn die Folge zu Ende ist. Hallöchen. So, wir haben auf jeden Fall was anderes. Nee, wir haben eine Regenbogenforelle. Ein Fisch, den wir sonst so selten bekommen. Und die müssen wir natürlich jetzt bekommen, wo wir eine Brasse brauchen. Na toll. Aber gut, wir haben Süßwasserfisch. Das ist schon mal gut. Mal schauen. Ist die gleiche, ne? Regenbogenforelle, ja. Aber die große Wiese hat sonst keine anderen Angelplätze. Ich brauche einen neuen Spot. Das ist doch doof. Ich brauche eine Brasse mit 3 Kilo oder mehr. Da ist noch ein neuer Spot. Ich muss immer noch ein bisschen warten, dann kommen sie schon wieder. Sag mir bitte, das ist eine Brasse mit 3 Kilo oder mehr. Nein, das ist natürlich mal wieder nur ein Regenbogenfisch. Ja, ich würde sagen, ich schau mal, dass ich jetzt hier irgendwie noch eine Brasse kriege. Oh, sehr schön. Ja, und schalt euch dann einfach gleich wieder hinzu. Komm, Wolli, du bringst mir jetzt Glück. Nein, sie wiegt nur 1,3. Aber wir haben immerhin schon mal eine Brasse bekommen. Die Frage ist jetzt nur, kann man das hier sehen? Ne, da sieht man nicht mehr, wie viel die wiegen. Die Frage ist jetzt nur, wo würde ich eventuell einen Fisch herbekommen, der mehr wiegt? Theorie. Wow, wir haben einen Thunfisch gefangen von 10,9 Kilo. Ich bin ganz ehrlich, ich wollte gerade schon fast eine Pause einlegen. Achso, warum laufe ich jetzt hier eigentlich so rum? Moment, ja, triff dich erneut mit dem Biest und Christoph. Moment, wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Ich bin hier schon total... bin hier schon total durcheinander, weil ich jetzt so viel geangelt habe, die letzte Viertelstunde. Und beißen die Fische bei dir an? Ein paar. Und bei dir? Ja. Hm. Schöner Tag zum Angeln, oder? Das ist es. Ich bin dankbar, dass ich dabei sein durfte. Vielleicht sollten wir das wiederholen. Hi, ihr beiden. Achso, ich muss das Ding noch wegtun. Nicht abhauen, mit dir nicht reden. Also, wie ist es gelaufen? Ich habe ein wenig von eurem Gespräch mitbekommen. Es schien, als würdet ihr euch gut verstehen. Er ist jemand, der die Stille nicht als etwas ansieht, das man vermeiden sollte. Wow, von dir ist das eine tolle Bestätigung. Im Laufe des Wettbewerbs haben wir vielleicht ein Dutzend Worte miteinander gewechselt. Und doch habe ich das Gefühl, einen Gleichgesinnten getroffen zu haben. Ich freue mich sehr für dich. Danke, Gameplayerin. Ich habe einen neuen Freund gefunden und ich hoffe, Belle wird sich jetzt weniger Sorgen um mich machen. Nun gut, ich werde dich jetzt ein wenig entspannen lassen nach diesem Tag. Sei kein Einzelgänger, okay? Werde ich nicht. Du bist ein sehr guter Freund. Ja, ich dachte eigentlich, dass ich Christoph jetzt die ganzen Fische geben muss, die ich jetzt alle gefangen habe, aber die scheine ich dann selber wegtun zu dürfen. Das ist super. Damit haben wir dann die Aufgabe auch erledigt und ich glaube, die nächste Aufgabe... Ach nee, letzte... Da ist noch eine verfügbar, der ist doch gerade abgehauen. Der hat aber nichts auf dem Kopf. Doch, es ist noch eine Aufgabe freigeschaltet. Wunderbar. Dann kann ich jetzt schon mal sagen, bis zur nächsten Folge, wo wir uns dann wieder mit dem Biest beschäftigen werden. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.